Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Heute schauen wir uns den Geburtstagsstream des nun 34-jährigen Drachenlords an und sprechen ein bisschen über Berella, die gestern geleakt worden ist. Und für Sie und den Prinz habe ich noch ein paar wirklich ernst gemeinte Tipps, denn die leisten sich im Moment halt einen Fehltritt nach dem anderen. Und ich glaube, dieses Video wird halt auch etwas länger werden, gar nicht, weil ich so viele Szenen habe. Dieser Geburtstagsstream war nämlich ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Aber es gibt halt trotzdem viel zu besprechen. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Blog, den der Drachenlord gestern Abend so oder am späten Nachmittag noch ins Netz gestellt hat. Ich lese euch diesen täglichen Blog, der alle paar Monate mal kommt, mal vor. Zitat: Täglicher Blog 36. Hallo und herzlich willkommen beim Drachen. Es ist lange her, dass ich was hochgeladen habe. Ich kann euch leider auch nicht versprechen, dass ich wieder täglich was hochlade, aber ich arbeite daran, dass es zumindest wieder ab und zu was kommt. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Blog etwas umgestaltet. Ich werde versuchen, ihn optisch auch noch etwas schöner zu machen. Da ich aktuell ja auch wieder bei Twitter bin, werde ich auch bald alles darüber wieder verbinden. Was kann ich euch berichten? Nun, ich bin wie immer gewohnt unterwegs. Aktuell bin ich mal wieder in Berlin, außerdem bin ich mal in Nürnberg, vor 2 Wochen war ich mal in Leipzig. Hier mal Grüße an die Jungs und Mädels und vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich, falls wir uns bald wiedersehen sollten. Darüber hinaus läuft momentan ja auch halbwegs geregelter Tagesablauf. Ich möchte bald auch wieder mehr Videos auf Odyssey machen. Bin nochmal etwas direkter mit YouTube in Kontakt getreten und selbst wenn ich den Kanal nicht zurückbekomme, möchte ich zumindest versuchen, wieder einen neuen zu machen. Ich habe morgen ihr Geburtstag, daher bin ich momentan noch etwas im Stress und Rumrennen. Allgemein geht es mir aktuell aber gut und das nicht zuletzt auch dank euch, meiner Zuschauer und Fans auf TikTok, Kick und anderen Plattformen. Auch nach all den Jahren bin ich glücklich, dass ich mich nie habe unterkriegen lassen und freue mich auf weitere 12 Jahre mit euch. So, ich möchte euch gerade kein Ohr abkauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und schaut heute Abend mal auf TikTok vorbei, da gibt es ein Big Match mit Berella, die heute Geburtstag hat. Und ich halt morgen. Deshalb bin ich ab 22 Uhr live und um 0 Uhr ist dann das Big Match gegen Berella, euer Drache. Zitat Ende. Im Grunde wollte er auf dem Blog jetzt nochmal Werbung für das TikTok-Match mit Berella machen am Abend. Aber dieser eine Satz, bin nochmal etwas direkter mit YouTube in Kontakt getreten und selbst wenn ich den Kanal nicht zurückbekomme, möchte ich versuchen, zumindest wieder einen neuen zu machen. Das klingt ja fast so, als hätte er mit seinem alten YouTube-Kanal wirklich auch mal abgeschlossen. Und das wäre natürlich auch vollkommen richtig, denn der Kanal ist ja sowieso schon im Daten-Nirvana verschwunden und wird nie wieder zurückkommen. Vielleicht ja ein wenig Einsicht vom Drachenlord, dass der alte Kanal Geschichte ist und auch nie wiederkommen wird. An diesem Text stört mich allerdings, dass er ein bisschen zu wenige Fehler enthält und zum anderen nicht in dieser typischen Drachenlord-Schreibweise verfasst wurde. Also dass Satzzeichen benutzt werden, ist jetzt schon sehr ungewöhnlich und auch dass Nomen teilweise groß geschrieben werden. Sehr, sehr untypisch für den Drachenlord und daher drängt sich mir natürlich der Verdacht auf, dass hier nachgeholfen wurde von irgendwie einem Moderator von ihm vielleicht oder vielleicht auch vom Prinz oder Berella. Kein Plan, wer da noch dahinter steckt, aber irgendjemand hat zumindest den Text gegengelesen. Ansonsten müsste sich der Drachenlord schon sehr, sehr viel Zeit genommen haben, das so hinzubekommen. Naja gut, lass uns mal gestern Abend den Tag so ein bisschen weitergehen, denn noch bevor der Stream anfing, wurde Berella auf Telegram geleakt. Dort sind wohl Auskünfte eingeholt worden und das scheint wohl alles Hand und Fuß zu haben. Und an dieser Stelle möchte ich einmal generell über das Leaken reden. Denn der Prinz will mich ja nun auch irgendwie leaken, weil ich über seine Aussagen in meinem Video spreche und dass Berella geleakt wurde, war ja ehrlich gesagt auch nur eine Frage der Zeit. Ich sage aber ganz klar, ich distanziere mich davon, dass Leute halt generell im Game geleakt werden. Seien jetzt die Hater, wie damals der vegane Ja-Metzger oder auch irgendwelche Nebendarsteller jetzt wie Berella oder Prinz. Das ist halt meine Meinung. Das ist nicht die Meinung im Game. Ich als Beobachter und von mir aus auch als Berichterstatter, wie ich manchmal genannt werde, habe aber schon von vornherein gesagt, dass es bei Prinz und Berella so enden wird, dass sie geleakt werden. Warum ich und vermutlich alle anderen das wussten, das ist diese Hate-Spirale im Drachengame, über die immer wieder gesprochen wird und die dafür verantwortlich ist, warum der Drachenlord sich das Leben so versaut hat. Es gibt eine riesengroße Gruppe von Hatern und davon ist ein ganz kleiner Teil so hart drauf, dass die Leaken halt okay finden. Und jetzt stehen da einzelne Personen dem gegenüber, also beispielsweise Berella oder jetzt der Prinz. Und die einzige Möglichkeit, das nicht eskalieren zu lassen, ist, sich als einzelne Person zurückzuziehen und kleinere Brötchen zu backen. Berella und Prinz machen aber genau das Gegenteil, veröffentlichen provokante Aussagen und heizen diese Hate-Spirale immer weiter an, so wie das der Drachenlord früher auch gemacht hat, sodass sie irgendwann Reaktionen von diesen Hatern bekommen, die das als Anlass nehmen, nochmal eine Schippe draufzulegen. Das ist genau ja dieses Problem mit dem Drachenlord seit Jahren. Er kann nicht zurückstecken und weiß halt nicht, wann es mal genug ist und das ist bei Berella und Prinz jetzt im Moment genauso der Fall. Und daher mal ein wirklich gut gemeinter Tipp an euch beiden und das meine ich wirklich ernst, das ist ein gut gemeinter Rat, wie ich es ja auch am Anfang gesagt habe. Haltet euch da raus und stachelt diese Provokationsspirale nicht noch täglich an. Gerade bei Berella, die in ihrem Stream schon über ihre Depression gesprochen hat und
das ist wirklich eine schlimme Krankheit, bei der man wirklich vorsichtig sein muss, habe ich Bedenken und auch ein bisschen Angst, dass sie sich gerade das Leben versaut, wenn sie der Meinung ist, am Drachenlord festhalten zu müssen und nicht erkennt, dass dieser Hate über Jahre gehen kann, wie beim Drachenlord, und sie dann kaputt machen kann. Und wenn man dann diese gesundheitlichen Probleme noch hat, dann kann das einen in ein ganz, ganz tiefes Loch reichen, was ich niemandem wünsche. Daher, auch ihr beiden, jetzt Birella und Prinz, nehmt das wirklich mal als gut gemeinten Tipp von mir an, dass immer, wenn ihr renitent auf Hateraktionen antwortet oder provokante Aussagen von euch gibt, es nur noch eine schlimmere Gegenantwort von den Hatern bekommt. Wir schauen mal in einen Ausschnitt rein vom Prinz, der mir zugeschickt wurde, und das ist nämlich genau das, was ich meine. Aber es kommen Leute mit sehr vielen Follower. Okay. Also, es wird spannend sein. Habe ich heute erfahren von meinem guten Freund. Ja, ja. Normalerweise muss man eine Gaskammer aufstellen, da die Menschen reinlassen und eine Klappe unten im Boden. Weil, weißt du, wir sind kleine TikToker, wir haben unsere Wort hat keinen Wert, aber wenn die großen TikToker anfangen zu reden, wird das... Ja, und ganz ehrlich, was soll man dazu sagen? Eine widerlichere Aussage gibt's, glaube ich, kaum. Und genau das ist wieder das Problem. Wenn man diese Hate-Spirale weiter befeuert durch solche Aussagen, dann wird es schlimmer und schlimmer. Das sehen wir seit Jahren beim Drachenlord. Und auch Birella macht es im Moment nicht klüger und lässt dann hier sowas noch vom Stapel, wie es jetzt heute Nacht aufgenommen. Zerstört. Ich habe Kontakt zum sehr großen Influencer. Ich mache TikTok schon seit 2 Jahren. Aber Birella, werd dir mal bitte im Klaren. Deine Menschen haben meine Familie angegriffen und lustig im Internet gemacht. Und jetzt verpiss dich von meinem Leben. Wenn ich deine Leute noch einmal irgendwo sehe, kommt Werbung von Influencer, was haben 1 Million Follower. Ja, dann bitte leite das aber. Du Arschloch. Lass mal alle gespannt. Interessiert mich jetzt nicht deine Tochter. Wenn meine Mutter kaputt gemacht ist, wird auch deine Tochter kaputt gemacht. Ciao. Das habe ich wirklich schon vorher gehört. Ja, wie gesagt, wenn ihr aggressiv nach diesem Motto, ich mache euch nun alle fertig, nun vorgeht, dann wird euer Leben darunter massiv leiden. Nicht, weil ich das will oder weil die Mehrzahl der Hater das vielleicht möchte, aber von einer Masse von, weiß nicht, geschätzt 100 bis 150.000 Menschen, die halt Hater-Kanäle, Telegram-Gruppen und so weiter verfolgen, sind dann immer welche dabei, denen kein Weg zu weit ist. Ich sage es mal mit den Worten von Sun Tzu aus Die Kunst des Krieges. Siegen wird der, der weiß, wann er kämpfen muss und wann nicht. Und das möchte ich euch wirklich mal als gut gemeinten Tipp mitgeben, dass ihr euch im Klaren sein müsst, das, was ihr da anstoßt. Wenn ihr auf solche Aktionen jetzt richtig trotzig reagiert und nicht merkt, dass es vielleicht besser ist, mal einen anderen Weg einzuschlagen. Ich meine, es gibt ja auch viele andere Beispiele. Schaut euch mal Kevin Wolter an. Der war ein riesiger Influencer und wirklich bekannt in Deutschland. Der hat mit dem Drachenlord seine Karriere versaut. Das war der Grund für den ganz großen Karriereknick. Muss man leider ehrlicherweise so sagen. Naja gut, das wollte ich einmal loswerden, weil ja viele von den Leuten, mit denen ich spreche und ich selber natürlich auch, sich gegen das Leaken aussprechen und gegen das Einbeziehen der Familien und so weiter. Aber es in dieser riesengroßen, heterogenen Gruppe halt Leute gibt, die das anders sehen. Und da muss man halt schauen, ob es besser ist, sich blindlings ins Getümmel zu stürzen, so wie es Birella und Prinz gerade machen, oder ob es mal besser ist, einen Schritt zurück zu machen und nicht unterzugehen in einem Kampf, den man gar nicht gewinnen kann. Naja gut, dann lasst uns mal mit diesen gut gemeinten Worten ins Video einsteigen und schauen, was der Drachenlord so zu seinem Geburtstag Schönes zu erzählen hat. Na, pass auf. Es ist ja schon relativ spät. Die meisten oder viele von euch müssen bestimmt morgen arbeiten. Jetzt haben wir 1000 Zuschauer. Das ist eine schöne runde Zahl. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich überlege jetzt gerade, mit welchem Thema ich zuerst anfange. Ich habe nämlich mehrere Themen heute, mit denen, die ich mit euch besprechen möchte. Ein Thema ist das Big Match heute Abend. Wir machen heute ein Big Match. Das ist für alle, die es noch nicht wissen. Wir machen heute Nacht um 0 Uhr ein Big Match gegen Birella. Und da würde ich auch tatsächlich direkt einsteigen. Und zwar ist es nämlich so. Es gibt von Birella vermutlich, wenn das, was mir zugetragen wurde, ich kriege immer alles mit, gibt es wohl Leaks. So. Ich weiß nicht, ob die echt sind oder nicht. Ich möchte auch gar nicht darauf rumreiten. Und das ist auch etwas, was hier so in dem Sinne gar nicht zu suchen hat. Was ich ansprechen möchte, ist die Bosheit von Menschen, die aber auf andere Menschen die Schuld lenken. Kurz zusammengefasst heißt das, ihr kennt das, ja, oh, Shopmap.
Birthday Hey, to you. stopp. Ich habe Was? morgen erst. Ach so, der Barella war das. Grüß dich. Servus. Entschuldigung. Dann kannst du ja gleich dein Senf dazugeben, wenn ich gleich einen Partner hier mit drin habe. Pass auf, es ist so. Ich kriege ja immer alles mit, so oder viel mit. Und ich weiß gar nicht, ob das Big Match heute wirklich stattfindet. Ich habe nichts Gegenteiliges von ihr gehört. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe auch nichts gehört von ihr, aber ich habe halt viel gehört, dass sie gelegt worden ist, die Familie gelegt worden ist Ja, und dies und du, jenes. genau, und da, das ist nämlich genau das Thema. Also, du kannst, wenn du magst, auch erstmal zuhören, was ich dazu sagen will. Ja. Dann kannst du deinen eigenen Senf dazugeben und dann können wir ja noch ein bisschen was dazu sagen. Also, Leute, passt auf. Ich habe keine Ahnung, ob es echt ist, ob es nicht echt ist oder was davon echt ist. Und ich will auch gar nicht auf die Echtheit darauf hinaus, sondern ich will einfach nur, und jetzt haben wir sogar noch jemanden, der es auch bestätigen kann. Wenn es stimmt, dann wurde Birella, ihre Familie und viele ihrer Freunde und Familie wohl geleakt. So. Und da sieht man, genau wie es auch bei Prinz war, genau wie es auch bei mir war, wie es jetzt auch bei Birella ist und bei vielen anderen in der Vergangenheit, die jetzt vielleicht namenlos im Hinterkopf irgendwo rumschweben. Menschen geben anderen die Schuld für etwas, für die Straftaten verurteilt zu werden, die sie selbst begehen. Ich bin etwas verwirrt heute, sorry. Worauf ich hinaus will, ist, die Hater stellen mich immer als den Bösen dar. Ich habe Birella nie was getan. Ich habe zweimal mit ihr gematcht. Ich kannte sie davor nicht. Ich kenne sie auch jetzt noch nicht. Wir haben geredet, wir haben uns unterhalten. Ganz normal, ganz normale Gespräche, genau wie mit Prinz auch, genau auch wie mit, wie hieß der, Zuyu? Chusu? Und so weiter. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Wir haben nie irgendein Problem miteinander gehabt. Wir haben uns auch noch nie oder an dem getroffen. Und wir haben auch nie, also ich zumindest habe keine Meinung über sie in dem Sinne, sondern nur das, was wir im Internet gesehen haben. Und dann gehen aber Leute her und nur weil sie mit mir gematcht hat, gestreamt hat, veröffentlichen Leute deren Informationen und belassen es noch nicht mal bei ihr, sondern gehen auch auf die Familie, auf die Freunde, eventuelle Arbeitgeber los. Ja, und da sieht man genau, welches Niveau diese Menschen besitzen. So, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ja, und dann gehen wir darauf dann nochmal ein. Ich habe ihn erstmal ein wenig jetzt erzählen lassen. Ich sehe es im Grunde ja ähnlich, dass Familien und so weiter nicht damit reingezogen werden sollten. Aber, und hier kommen wir jetzt zu diesem Aber. Es war absehbar. Ich will das nicht verteidigen, dass es gemacht wurde, aber ich will euch das mal an einem anderen Beispiel mal sagen. Wenn ich zum Beispiel in den USA bin und ich bin langjähriger, erfahrener Meteorologe, dann kann ich die Leute zum Beispiel warnen, wenn ich sage, hey, da zieht ein Sturm auf, das könnte ein Tornado werden, bringt euch mal lieber in Sicherheit und fahrt lieber zu Bekannten weiter weg, denn diese Zelle sieht so aus, als könnte sie Häuser wirklich auch kaputt machen. Diese Tipps kann ich den Leuten geben. Ich kann die Leute aber nicht zwingen, das zu machen, was ich sage. Wenn sie ihren Weg weitergehen wollen und sagen, nö, ich bleib lieber zu Hause, ist mir doch Wumpe, was du da sagst, dann kann ich ihnen halt nur diesen gut gemeinten Tipp geben. Wenn die Leute dann im Sturm verletzt werden, sollten die Leute nicht hergehen und sagen, ah, diese ollen Stürme, ich hasse sie und beim nächsten Mal handelt man dann trotzdem wieder genauso. Nein, dann sollte man vielleicht mal merken, dass man auf Leute hören sollte, die sich mit einer bestimmten Thematik seit Jahren beschäftigen und gut gemeinte Tipps rausgeben können. Denn sind wir mal ehrlich, bei einer Hatergruppe von über 100.000 Leuten hast du immer irgendwelche dabei, die voll loco gehen, wenn sie die Chance dazu sehen. Das ist ja wie bei meinem Fußballbeispiel, was ich ja auch schon öfters gebracht habe. Ich bin halt der Meinung, man sollte nicht blindlings in solche Situation reinkommen und dann meckern, sondern vorher den Kopf einschalten und auf Leute hören, die sich da besser mit auskennen und versuchen dann den Schaden zu vermeiden. Den Spruch von Drachenlords Anwalt, dass jeder, der sich ins Game begibt, weiß, was ihn erwartet, lasse ich mal außen vor. Aber dass Birella und auch Prinz der Meinung sind, man kann mit diesem sturen Anlaufen gegen diese 2 Meter dicke Betonwand irgendwas erreichen, außer sich selbst zu schaden, ist meiner Meinung nach halt der falsche Weg. Nochmal, ich finde es auch nicht gut, wenn Familien damit reingezogen werden, oder um bei unserem Beispiel zu bleiben, wenn Leute bei Unwettern verletzt werden, aber wenn man auf Leute hört, die einem gute Tipps vorher geben, bevor der Schaden entstanden ist, dann könnte man halt das auch vermeiden. Man müsste nur einmal über seinen eigenen Stolz und die eigene Eitelkeit springen. Man müsste halt einfach wissen, wann man einen Schritt zurück machen muss. Ihr sagt immer, das ist eine Straftat, die Leute zu leaken, aber für euch ist es doch auch keine Straftat, die Leute zu leaken. Und jetzt habe ich mal eine Person geleakt, ne? Und dann ist es okay. Natürlich ist es für mich okay, dass ich eine Person leake, die mich auch leakt. Ganz einfach. Das ist für mich die Rechtfertigung und das werde ich auch weiter so machen. Und es werden noch ein paar mehr kommen. Habe ich euch auch gesagt. Genau das ist das Verhalten, was ich meine. Er sagt, es ist für euch okay. Nein, für mich ist es gar nicht okay. Und für ganz viele andere auch nicht.
Das alte Beispiel. Nur weil ich Fan vom, weiß nicht, BVB zum Beispiel bin, heißt das nicht, dass ich es okay finde, wenn jemand auf der anderen Tribünenseite einen Bierbecher auf den Linienrichter wirft. Daher, lieber Prinz, wie schon gesagt, auch der gute Rat an dich. Umso mehr du dich da reinsteigerst, umso mehr Schaden wirst du daraus beziehen. Und das ist keine Drohung oder von mir so gewollt, das ist einfach nur dieser gut gemeinte Hinweis von jemand, der so viele Nebencharaktere in den letzten Jahren schon erlebt hat, die alle kommen und gehen und im Endeffekt nie, wirklich nie positiv aus dieser Sache herauskommen. Also mir reicht nur schon, ich habe nur zwei Videos gesehen, alle anderen Videos habe ich lieber nicht geschaut, weil ich war nur aufgeregt heute leider ganze Zeit. Ich kenne das ja. Aber ich komme nicht klar auf das, dass da gelogen wird. Und deswegen, ich vertraue mehr zum Drachenlord als zum, weiß nicht wie viele Personen sind diese Kotmidas. Ja, die liebe Birella redet hier von meinem Video, wo ich darüber geredet habe, dass sie sich Geschenke hin und her schicken, um den Algorithmus zu pushen. Sie nennt es Lüge. Ja, ich nenne es ein auf TikTok sehr verbreitetes Vorgehen, um den Algorithmus zu pushen, was Birella und der Drachenlord dann wohl ganz zufällig erkannt haben, ohne es zu planen. Und auch nochmal hier ein kleiner Hinweis an dich, und das ist wirklich auch ein gut gemeinter Rat, schau dir mal ein paar mehr Videos an, als nur irgendwie zwei Videos. Du hast auch gesagt, dass du dich auf YouTube umgeschaut hast, und da waren alles nur Videos dabei, die nur gesagt haben, wie böse der Drachenlord ist, aber nicht, was er Böses gemacht hat. Dann schau dir mal den einzigen an. Ich verlinke ihn dir auch oben in der Videobeschreibung, also oben in der Ecke von dem Video. Da kannst du dann sehen, wie der Drachenlord extra auf Leute schmeißt, null Empathie zeigt, wenn Forza runtergeladen ist, wie er Ausländer beleidigt, wie er lügt und betrügt, um Frauen rumzubekommen und, und. Wir kennen diese Liste alle und die ist endlos. Aber wenn sie das nicht weiß, sind wir ja wieder beim Thema von vorhin. Lass dir halt einen guten Tipp geben von jemandem, der den Drachenlord seit Jahren verfolgt und daher auch gut kennt. Du verbrennst dir gerade extrem die Finger daran. Na gut, das war es dann eigentlich auch schon mit diesem Big Match. Das war einfach nur noch nach Almosen gebettelt, wie sonst auch immer. Da brauchen wir nicht ganz viel mehr reinschauen, da gab es nichts Interessantes. Außer, dass Birella noch meinte, sie kann nicht gar nicht psychisch fertig gemacht werden von den Hatern. Und das würde bei ihr sowieso niemand schaffen. Und solche Aussagen sind natürlich wieder Wasser auf den Mühlen der Hater, die sie aus dem Game raushaben möchten. Und hier auch nochmal darauf hingewiesen, dieses Video, wo sie abends dann noch beleidigt hat und auch diese Prinz-Aussage mit dem Gas, das ist einfach unter aller Sau. Vor allem hat Birella dann zu der Aussage von Prinz ja auch null gesagt, ihn da irgendwie drauf angesprochen und gesagt, hey Junge, sowas geht aber gar nicht, was du gerade gesagt hast. Nee, sie springt da eher voll mit drauf ein. Aber es bleibt halt spannend, wie das jetzt weitergeht. Ich habe so das Gefühl, dass es langsam richtig eskaliert und ich kann halt nur, wie gesagt, meine gut gemeinten Tipps immer wieder zurückkommen, dass Birella und Prinz sich nicht kopfüber ins Getümmel stürzen sollten mit solchen abartigen Aussagen, wie wir jetzt hier gehört haben, sondern lieber einmal kleine Brötchen backen sollten und ein bisschen zurückrudern. Aber wie immer kann ich den Leuten halt nur gute Tipps geben, umsetzen müssen sie es natürlich selber. Mal schauen, ob sie ein bisschen mehr Köpfchen jetzt besitzen als der Drachenlord und gut gemeinte Tipps dann auch umsetzen oder ob Prinz und Birella die Nachfolger vom Drachenlord werden wollen. Das wird die Zeit zeigen. Noch haben sie ja alle Feen in der Hand. So, in diesem Sinne wünsche ich auf jeden Fall euch allen einen schönen Mittwoch, genießt das Bergfest und bis zum nächsten Video sage ich, Mädel auf, meine Freunde!